da sind sie, die ersten Beats, die sozusagen groovigen Beats, ne? Aber das war ein anderes Format, Jörg, oder? Ja. Lang, auch das ist lang, lang her, wo wir wieder beim Thema vom letzten Mal waren. Ja. Lange ist her, meinst du? Ja. Ja, Grooving Beats war wirklich eine tolle Geschichte. Toy to Radio hieß der Sender damals. Ich glaube, den gibt es sogar noch. Ja, und ja, da haben wir Radio gemacht. Aber jetzt haben wir hier uns ein eigenes Studio hingesetzt, sozusagen, beziehungsweise hier diese tolle Atmosphäre, in die ich dich heute wieder einlade, zur nächsten Folge von Backstage, unserem, ja, wie soll man sagen, Retro-Format oder Zukunftsformat. Es ist so ein bisschen von allem, oder? Es sollte von allem sein. Von allem, ne? Langweilig, wenn nur eins. Nein, es muss alles sein. Es muss alles sein, ne? Glaube ich auch. Und das haben wir ja, liebe Freunde da draußen, die ihr jetzt so zahlreich an den Schirmen erscheint, nach und nach, auch beim letzten Mal natürlich schon gesehen, beziehungsweise besser gesagt gehört, was dieser junge Mann hier neben mir in den ersten anderthalb Stunden weggebrezelt hat. Da musste ich mich setzen. Es war gut, dass ich einen Sitzplatz hatte. Das muss ich freimütig feststellen und gestehen. Das war auch gut so. Wir sind heute richtig gespannt, was wir im Köcher haben, was du im Köcher hast. Ich werde auch wieder meinen kleinen Obolus, hätte ich fast gesagt, beisteuern. Meinen kleinen Spielteil. Und sonst möchte ich dir natürlich hier das Filetstück überlassen. So war es ja irgendwie schon immer, ne? Oder? Nein. Meinst du nicht? Nein. Definitiv nicht. Es ist auf jeden Fall festzustellen. 22.07 Uhr, liebe Freunde. Beste Backstage-Zeit. So war es damals so. Auch. Ne? Früher um diese Zeit hatten wir schon ein Getränk in der Hand. Das machen wir heute nicht. Wir sind erwachsen und gesittet geworden. Lass das stehen. So. Und also, Spaß ist garantiert. Das merkt ihr da draußen schon. Wir werden hier zwei Stunden richtig zaubern. Oder was meinst du? Mindestens. Mindestens? Also, ja. Mindestens zaubern oder mindestens zwei Stunden? Auch. Auch. Sowohl als auch, ja. Sowohl als auch. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ihr könnt gespannt sein. Funky Vocal, Disco House und Clubhouse. Alles, was das Herz begehrt, wird es geben in einer schönen Melange hier bei Backstage featuring this young man, this young guy, J.P. Doyle. Boah. Sollte das ein Jingle werden jetzt hier, oder? Oh ja. Geil. Dann würde ich sagen, mein Lieber, geh schon einmal an deinen Arbeitsplatz, groove dich schon mal ein. Und dann werde ich hier dir gleich die Kanäle freiziehen und dich hier ins Rennen schicken. Freunde da draußen, für alle, die jetzt zugeschaltet haben, herzlich willkommen. Eben gerade schon erwähnte Backstage ist unser Format hier aus meinem Studio, aus den Double F Productions hier. Und Jörg ist heute wieder für uns und für mich, für euch, für alle mit am Start. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst einen Kommentar gerne in dem Video. Natürlich den Daumen dafür oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Aber jetzt möchte ich euch sagen, habe ich hier an dieser Stelle genug gesprochen. Ich werde noch das heilige Intro einblenden und dann wird Jörg hier sicherlich steil ins Rennen gehen. Here we go. Broadcasting live from the Double F Studios Minden, Germany. Thank you.
So easily. Now I know the love will be forever caught in time. When it comes to changing, I'm gonna be that one. Don't have regrets for all the things I've done. And I'm believing deep within the core of every soul. Now I know the reason you won't ever let me down, no. To give me something, I can feel it in my soul. When it comes to loving you, I lose my self-control. Always knew that this was it, and you're gonna be the last. Never see the future coming, and we can't forget the past. Go back to knowing that to get on true. When it really mattered, it was there for me and you. Now our world is changing, we got to see what we're gonna do. I know you're here for me, and I will always want you in my soul. I want you in my soul, said I want you in my soul. Your love to me is gold. Your love to me is gold. Your love to me is gold. Thing I can't control. This thing I can't control. Thing I can't control. Let this feeling go. Don't let the feeling go. Don't let the feeling go. Want you in my soul. I want you in my soul. Said I want you in my soul. Your love to me is gold. Your love to me is gold. Your love to me is gold. Thing I can't control. This thing I can't control. Thing I can't control. Let this feeling go. Don't let the feeling go. Don't let the feeling go. Want you in my soul. Let this
walls are closing in and the danger's setting in. I call on someone to help me finally do what's right for myself on any side. There is no one who can be more free than I if I simply decide to show up. I wanna break free.
live from the Double F Studios in Minden, Germany.
take good care of you and give you all the things you need. No turning back. No turning back.
Broadcasting live from Double F Studios, Minden, Germany. We'll be right back.
Freunde da draußen. Ich habe ihn gerade gefragt, möchtest du auch ein paar Worte sagen irgendwie? Und er sagte, nee, eigentlich nicht. Ich kann es mir gut vorstellen, denn er hat so viel Energie in dieses erste Set gelegt hier. Da können wir nur sagen, Hut ab hier, JP Doyle, Backstage. Nichts verlernt, ne? Oder eine Menge dazugelernt, kann man auch so sehen, ne? Freunde, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die hier so zahlreich mit dabei sind heute im Chat, im YouTube-Video etc. und so weiter. Ich habe es eben schon am Anfang erwähnt. Teilt das Ganze, liked das Ganze und bringt es in die Welt. Kommentiert gerne mit, was euch hier gefällt oder wo ihr noch ein bisschen Nachschlag gebrauchen könntet, welche Hausrichtung ihr hier gerne bevorzugt, was ihr hören möchtet. Und ich bin heute hier am Start mit ein ganz bisschen Disco. Und wie das weitergeht, werdet ihr gleich hören. Viel Spaß!
Live from the Double F Studios, Minden, Germany.
feeling. It's got me in a trance now. No inhibitions. I'm ready to dance. I've got the feeling. It's got me in a trance now. I won't
Robosonic in the building. Berlin, let's pop it off. Queens in the motherfucking house, nigga. Let's go. To the hoods. East Coast, West Coast, worldwide. Keep your head up. Oh, that's crazy. Sound that bangs from the speaker shakes the ground. When we in town, you gotta get up to get down. Good vibes, no stressing. Shorty wanna boogie, no question. I get my two-step on and a couple of extra steps, that's my song. We rockin' back and forth, and I'm with a fruity and the booty soft. On top of that, the kid is fresh. Just made three-piece with the rest. Top hat, pinky ring, killin' it, killin' it. Tonight I'm feeling it, the night just started, so there's no telling what the night gon' bring. I'm down with the bing, but not everything. You keep the coat, I'ma do me, and I see the smoke. Explore yourself, nah, nigga, enjoy yourself. Do your thing, do you, no doubt. There's some hoes in this house, where they at? Point them out, where they at? You can bounce to the music, dance towards it, nigga, use it. Now I'm in a spot where I wanna be. Money smack, niggas getting back just in front of me now. West Coast and worldwide. To the hoods. But let me get one run and then to the hoods. East Coast, West Coast and worldwide. Live from the
Double F Studios, Minden, Germany. Now live and in the mix. Time and time again.
that you were just too damn dope for me. All that really mattered was you were my girlfriend. And baby, that's all that mattered to me. Fascinated.
Bin ich doch etwas erstaunt, als Jörg gerade zu mir sagte, ja, da habe ich doch hier einen Loop einfach mal reingeschmissen. Wie von Zauberhand. Loops hört man nicht. Das ist mir schon klar, aber auf diese Schnelle, also mit dieser Gewandtheit, mit dieser Schnelligkeit, flink, wie du warst. Der goldene Finger. Der goldene Finger, ja. Den habe ich heute öfter gesehen, denn, lieber Freund, ich muss dir ein Kompliment machen. Geiles Set. Zweimal. Geile Tracks, okay, die du hier zelebriert hast. Ich glaube, die Zuschauer, so wie ich es gesehen habe, haben es auch quittiert. Wir haben hier ja mal eine spontane Umfrage gemacht, ob das Set Spitze oder Rakete ist, was du spielst im ersten Teil. Wow. Du hast es gar nicht mitgekriegt, aber von den Leuten und Zuschauern, die es gut fanden, haben, glaube ich, 62,5% damit gestimmt, dass es Rakete war. Also du hast hier einige echt begeistert und darum geht's auch. Wir wollen hier abreißen, hier bei Backstage 2 Stunden, feinster Clubhouse für euch da draußen und das ist hier unsere Mission, unser Credo sozusagen in dieser, ja, holden Zusammenkunft, die wir hier haben nach vielen, vielen Jahren, wo wir uns irgendwann mal nicht gesehen haben, aber jetzt wieder getroffen haben und ich kann nur sagen, vielen Dank an der Stelle, es hat Spaß gemacht oder was sagst du? Ich kann nicht mehr. Du kannst nicht mehr, ja. Es war geil. Es war geil. Ja, du bist der Mann der kurzen Worte, ne? Ja, du, was soll ich in der ersten Episode hast du gesagt, oh la la la, ne? Da ging es los, ne? Hier mit französischen Redewendungen und heute sagst du, es hat Spaß gemacht, aber es ist eben auch so und ich meine, man muss nicht viel sagen. Der eine redet, der nächste spielt und überzeugt mit richtig starken Tracks, Freunde. Ihr könnt es euch natürlich in der Rückschau bei YouTube nochmal genehmigen, morgen, wann auch immer, gerne on demand. Dafür ist das Format da, ihr könnt es euch reinziehen und wir werden das Set natürlich auch die nächsten Tage bei Mixcloud hochstellen, um euch hier wirklich, wirklich feinsten Hörgenuss bieten zu können. Das ist hier die Mission und ja, es waren coole, ja, aktuelle Sachen dabei, aber auch einige Klassiker und wirklich viele Dinge auch von ganz weit her, oder?
So muss das doch sein. Ja. Warum groß nachdenken? Rein, was Spaß macht. Sagst du, ne? So ist das. Ich habe ja nun ein bisschen weniger von der Zeit gehabt als du im ersten Set. Und ich habe dir eben. irgendwann sitzt du im Schiedsrichterstuhl, ne? So sieht's aus. Ass, ne? Ja. Fehlaufschlag, 10, ne? 0. Genau, ja. 10,0, 9,2. Aber mein Credo war es heute tatsächlich wirklich in einer halben Stunde komprimiert, mal mehrere Stilrichtungen zusammenzufassen. Und ja, ich muss sagen, wenn wir ans Backstage denken von damals, da haben wir natürlich 5, 6, 7 Stunden zum Teil, wenn wir von 10 bis 5 gespielt haben. Zeit gehabt, da konntest du das Programm natürlich auch ganz, ganz anders ausweiten. Ne? Die Stilrichtung viel, viel weiter gehen, ganz, ganz andere Experimente machen in dem Sinn, aber wir wollen euch natürlich wirklich die Essenz bieten und ja, volle Pulle nach vorne, ne? Oder wie so siehst du das? Wie denkst du das? Ja, und wir schauen mal, die nächsten Episoden, das übrigens zu den aktuellen News, die nächsten Episoden, alle 4 Wochen, das ist hier die Absprache, die wir hier für euch da draußen getroffen haben, alle 4 Wochen geht's weiter. Wir haben heute quasi den Mittwoch und in 4 Wochen exakt geht's weiter. Da gibt es keine Monatsfolge, sondern wirklich exakt immer in 4 Wochen wird das Backstage-Format für euch hier dann entsprechend am Start sein. Könnt ihr euch darauf einstellen? Wir sind gespannt, was da irgendwie alles noch aus dieser Wundertüte in diesem Studio hier rauskommt und passiert. Und da könnt ihr mal ganz gespannt sein. Es wird Sounds von damals geben, Sounds von heute, aktuelles, neues, gemixt mit altem. Auf jeden Fall frisch, attraktiv und unterhaltsam. So viel kann man sagen. Auf jeden Fall. Ja? Ja. Meinst du? Ja. 100%. Wir wollen mal schauen. Der Fernseher läuft immer noch. Eben ist er immer ausgefallen. Ja, da war das Backstage weg. Tja. Wir waren trotzdem noch da. Wir waren trotzdem noch da, ne? Meinst du? Ja. Wir wollen mal sehen. Es gab tatsächlich einige Zuschriften, Anregungen etc. Das ganze Format natürlich mal live im Backstage, im ehemaligen durchzuführen. Da müssen wir mal schauen. Wir arbeiten dran, wir führen Gespräche und gucken und schauen, was dort so möglich ist. Ansonsten kann ich euch eine Sache zusagen und das mache ich jetzt einfach mal ganz freimütig und ich denke, Jörg steht dahinter bzw. nebenbei. Wir werden für euch eine kleine Club-Session organisieren, wo wir wirklich in einem tollen Ambiente eine Club-Hour machen. 3, 4 Stunden, wo wir wirklich dann das, was wir hier tun, vor Publikum zum Besten geben und brätseln mit 20, 50, 100 Zuschauern. Wir wissen es noch nicht, aber lasst euch überraschen. Seid gewahr. Wir werden daran arbeiten, das Ganze nach vorne zu treiben und euch dort wirklich auch vor Ort dann im Gespräch zu haben, zu sehen, auch mal Hallo zu sagen und nicht nur vom Bildschirm. Aber ansonsten sei euch an dieser Stelle herzlich gedankt. Das war es hier von JP Doyle und dem Herrn Eaglewing an dieser Seite aus den Double F Studios. Das war Backstage Episode 002 sozusagen. Wir sehen uns zur 3. Episode in 4 Wochen. Und dann geht's weiter. Ich muss erstmal gucken, dass ich gleich die ganzen Tracks wieder bei mir in den Warenkorb packe, die hier Jörg gespielt hat heute. Da waren wieder so viele Sachen dabei. Also immer wenn ihr seht, dass ich irgendwie über dem Pult hänge bei Jörg, dann hat das zu bedeuten, dass ich etwas bestellen möchte. Und das sind die Scheiben, die er gespielt hat. Die hole ich mir dann auch. Und ja, tolle Scheiben, wirklich. Chapeau, Hut ab, was du da zelebrierst und spielst. Dankeschön. Ja, das war jetzt hier mein Wort zum Sonntag an die Gemeinde. Die Lobhudelei für JP Doyle. A.K.A. Snappy, wie ihn auch viele nennen hier im Chat und kennen. Ja, du fasst dir an den Bart, ne? Nein, nein, mir ist Willst du auch so an, meinen Bart mal fassen? Ich habe ja auch Bart. Wir müssen jetzt Schluss machen. Feierabend. Feierabend. Nicht singen. Feierabend. Warum? Nein, in 4 Wochen erst wieder. Ich kann singen. Ja, das weiß ich, aber trotzdem, bitte. Ach, Jörg. Bitte. Sei nicht so langweilig. Tschüss. Tschüss, ihr. Schweine. So.